Heute habt ihr, seht ihr, unser... Nachmittags beim Training der C-Jugend von Energie Cottbus. Christian Beek, der Profi, hat sich als Pate zur Verfügung gestellt. Er hat selber zu DDR-Zeiten das Auswahlsystem für Sportler durchlaufen. Die harten Trainings- und Schulzeiten kennt er noch gut. Und dann hast du Mittag gegessen, dann hast du wieder Training und jetzt kommt der Knüller. Dann nochmal Schule. Wie ist ich so von 4 bis 7:30. Hast da gesessen wie eine Kuh, ne? Hat genervt, ne? Musik oder so ein Scheiß oder Staatsbürger können wir oder so ein Rotz. So, sind wir alle hier? Jo. Wo sind unsere Keeper? Ja, die kommen. Komm, langer Jebias, wir essen zeitig. Komm, mach. Robert, was ist? Nicht quatschen, umziehen. KJS nannten sich die Sportschulen zu DDR-Zeiten. Nach der Wende wurden sie aufgelöst. Christian Beek zählt auf, wer es mit ihm zum Fußballprofi gebracht hat. In unserer Gruppe sind noch relativ viele weit geworden. Marco Rehmer ist Nationalspieler geworden. Stefan Beinig Nationalspieler. Also hat sich doch schon gelohnt. Ein paar Spiele noch Bundesliga wie Martin Piekenhagen. Der war mal mein FDJ-Sekretär. Nee, also war eine schöne Sache. Den Kniehub nicht vergessen, schön auf den Ballen bleiben. Zack, 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 ja. Heute wird kaum weniger intensiv trainiert als zu DDR-Zeiten. Und der Zulauf ist groß. Denn mit den Erfolgen von Energie Cottbus ist auch die Zahl der begeisterten Nachwuchskicker stark angestiegen. Wie wird man eigentlich Fußballprofi? Mit viel Glück. Nee, Fußballprofi, was ist der Fußballprofi? Gewisse Talent musst du natürlich mitbringen, ist klar. Und dein Ehrgeiz, ne? Ich bin auch ein Grobmotoriker, also nicht so, der hier dreimal Übersteiger macht und die Leute rennen weg, ne? Also mit viel Ehrgeiz, viel Eigeninitiative, zu Hause auch viel selber machen. Hört sich zwar blöd an, ich weiß, dass das blöde Sprüche sind, aber geht nun mal nicht anders, ne? Ansonsten hast du keine Chance. Deine? Das werden die Jungs aus der Sportschule verinnerlichen. Vieles andere ist reine Willenssache.